Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy ist mit dem Start. Wir haben heute wieder ein Päckchen und das können wir auspacken. Da ich ja leider Gottes das alte Mainboard nicht nutzen konnte, weil es irgendeinen technischen Effekt hatte und das Grafel einfach nicht ging. Heißt nicht, dass das Mainboard generell nicht geht. Das heißt einfach nur, dass dieses Mainboard, was ich leider hatte, naja, ein bisschen am Arsch war. So, nun habe ich jetzt ein neues Mainboard und naja, wenn ich schon beim Unboxing bin, wieso bestelle ich dann nicht gleich ein anderes? So, darum haben wir eigentlich fast das gleiche. Natürlich eine andere Seriennummer und natürlich ein anderes Modell, aber vom gleichen Hersteller. Nein, doch nicht vom gleichen Hersteller. Dieses Mal haben wir eine MSI nämlich. Und rein die Verpackung ist schon einiges geiler als die vorige. Ach, guckt euch das an. Ja, guckt euch diese wunderschöne, krass geile Verpackung an. Mainboard 300X370 Gaming Pro Carbon Edition. Performance Gaming Ryzen natürlich, brauchen wir ja. Ach ja, die liegt schon lange rum, die Ryzen, aber hey. VR Ready und Mystic Light. Yeah. Was haben wir da sonst noch? PCIe 3.0, dann Windows 10 Ready. Overclocking Support und etc. Sonst steht da draußen eigentlich hier nicht mehr viel. Hier können wir noch kurz ein paar technische Daten reinschauen. Oh, krasse Scheiße. Stahl, RAM, Stahl, natürlich die M2 Schild. Krasse Scheiße. Dann haben wir natürlich die Mystic Lights. Das ist schön, wunderschön, geil. Ah. Das ist schade. Da guckt man natürlich auch rein, wenn wir schon ein wunderschönes neues Mainboard haben. Und was uns als erstes auffällt, es ist ein bisschen hübscher. Ja. Aber nicht nur, dass es hübscher ist, es hat auch ein bisschen bessere Funktionen und ist ein bisschen hochwertiger verbaut als wie das andere. Ja, ich habe da noch eine kleine keine Kosten und Mühen gesorgt, obwohl es nicht viel mehr kostet. So, da haben wir den M2 mit einer Stahlabdeckung, das ist schon mal geil, das heißt, da kann man gar keine Probleme haben, wenn man mal rumrackert. Natürlich, die PCIe waren bei den anderen auch, allerdings haben wir auch bei den DDR3 RAM. Und das ist schön. Natürlich nicht bei jedem, der letzte hat es leider nicht, aber man braucht eh nur zweimal für die Grafikkarte. Und die letzten zwei sind die eh nur für andere HDMI-Anschlüsse, also PCIe-Anschlüsse. Was haben wir da unten noch? Zwei SATA-Plätze da unten. Okay, dafür haben wir ein bisschen weniger SATA-Plätze. Das letzte hatte 8. Hier haben wir nur 6, aber vollkommen ausreichend. Mehr brauche ich eh nicht. Dann haben wir hier den USB 3.0 Anschluss, der bei anderen etwas weniger hochwertig ist, im Gegensatz zu dem hier. Der war nicht... Ach nein, da unten ist er. Was ist das für ein Anschluss? Schaut fast aus wie der gleiche. Wird vielleicht sogar der gleiche sein. Wer weiß das schon? Ich nicht. Aber hier. Da haben wir natürlich den Stromanschluss, hier oben auch nochmal den Stromanschluss, hier den PCIe RAM und dann noch den ganzen Lüftergrafel. Na, ich finde schon geil. Also ich finde schon geiler. So, nun denn, wir haben hier das quasi das Mainboard. So, was haben wir denn noch alles so außer das wunderschöne Mainboard? Hier haben wir natürlich auch das, was man bei den anderen vermisst haben, ein kleines Styropor. Oh. So, aber jetzt kommt das Wichtigste. Oh Mann, das riecht immer so geil. Hier die Kabel für diverse Sachen. Das Kabel ist neu, das kenne ich noch gar nicht. Das sind natürlich SATA-Kabel. Dann haben wir hier eine Crossfire-Unterstützung für den anderen. Oh ja. Yeah. Dann natürlich die wunderschöne Abdeckung in Schwarz. Oh. Dann natürlich die Support City. Dann ein paar Kleberdinger, was das letzte auch nicht hatte. Also wie schon gesagt, da ist ein bisschen mehr drin im Detail. Dann natürlich Dings für Danke fürs Kaufen. Dann noch ein bisschen Klopapier. Und jetzt haben wir natürlich noch die wunderschöne Bedienungsanleitung. Und naja, AMD-Zeugs. Oh. Haben wir sonst noch irgendwas? Das Einzige, was ich hier vermisse, ist die SSI-Brücke. Naja. Die müssen wir halt irgendwie selber dann machen. Ich habe ja von alten Mainboard noch die SSI-Brücke, also habe ich halt ein Crossfire halt irgendwie. Naja, zumindest hier haben wir die wunderschöne neue A4 und ich hoffe natürlich, dass es funktioniert.
Ich baue es dann gleich ein, dann nehme ich euch wahrscheinlich auch noch mit. Vorher muss aber noch der Computer fertig rendern, weil sonst geht dann nichts weiter. So, dann bis zum nächsten Mal, euer GB Crazy raus. Und ihr verrückten Vögel, immer schön weiter flattern. Tü-tü-tü.